Dass man auch ja weiß, dass hier das Wolkengipfelgebirge ist. Und im Wolkengipfelgebirge soll es ja Winterwölfe geben. Das ist so eine kleine Abwechslung. So können wir ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Und alles ein bisschen zur Ruhe kommen lassen. Auch wenn Tranzig vielleicht auf die Idee kommt, dass Malahir hier was passiert ist, haben wir vielleicht das Glück und er macht erstmal nichts. Vielleicht schickt er auch einfach eine Nachricht an Tatzok. Malahir hier ist schlampig geworden. Wir müssen was unternehmen. Ich würde mal sagen, wir gucken hier mal nach oben. Das Gebiet durch. Ja, dann hält sich vielleicht Tranzig noch länger in Berigost auf. Und wartet dann wieder auf Befehle von Tatzok. Oder er kommt vielleicht sogar nach Nashkel. Was ich allerdings bezweifle. Wenn der sich in Berigost aufhalten soll, muss... Oh, hi Wölfe. Ein Wolf. Ich bin wirklich nicht mit ganzen... Au. Ja, Wölfe. Geben mehr Erfahrungspunkte als so manche humanoider Gegner. Scheinen aber auch ein bisschen gefährlicher zu sein. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. So. Ja, also... Tranzig wird wahrscheinlich, wenn er den Befehl hat, in Berigost zu bleiben und dort als Kontakt zu arbeiten, auch dort bleiben. Außer er wittert Gefahr. Deswegen sollten wir die Lage jetzt erst einmal abkühlen lassen, wenn nämlich Tatzoks Räuber uns irgendwo auf der Straße entdecken. Was zur Hölle? Schon wieder Gnolle, die friedfertig sind und Gnolle, die aggressiv sind. Okay. Die gehören wahrscheinlich nicht zusammen. Die sehen auch ein bisschen anders aus. Okay. Was? Gut. Gucken wir mal. Oh, da kommt einer auf uns zu. Halt, ihr habt unser Gebiet betreten. Wir werden euch so lange festhalten, bis ihr euren Tribut gezollt habt. Wir fordern 50 Goldmünzen als Tribut. Wir könnten dem jetzt 50 Goldmünzen geben, aber nee. Warum sollten wir euch nicht einfach alle umbringen, ihr haariger Haufen Hyänentung? Na, Talisa ist rechtschaffen gut, die sagt sowas auch nicht. Wir blöffen einfach und sagen, wir haben kein Geld. Kein Geld? Das sieht aber nicht sehr gut aus für euch. Wir lassen euch nur gehen, wenn ihr im Kampf besteht. Euer bester Mann gegen unseren besten Mann. Ja gut, ein fairer Kampf, Mann gegen Mann, klingt okay. Also, jo, los. Jetzt oder nie. Unser bester Mann ist Ludruk. Ludruk bin ich. Seid ihr bereit zu kämpfen? Egal, wir kämpfen jetzt. Ich bin ganz wie befohlen. Ja? Gut. Mein bester Mann ist Talisa. Ja, ja, denn ich verschwinde jetzt. Okay. Für die Gerechtigkeit. Nein, 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 nicht einmischen. Mich kümmert's nicht. So. Kämpft Talisa mal schön gegen den Gnoll. Ja, das sieht zwar noch nicht sehr spektakulär aus. Ihr habt gewonnen. Dann müssen wir euch wohl durchlassen. Seid auf der Hut. Wir werden euch im Auge behalten. Ich verschwinde jetzt. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber hey, er hatte genug Gold dabei. Unter meiner Würde. Das ist uns ja schon bei Malahir passiert. Okay. Schauen wir uns weiter um. Gehen jetzt hier mal runter. Wir haben ja diesen Pilz sozusagen, den wir hier auflösen sollten. Das war mal interessant. Eine interessante Begegnung mit Gnollen. Bitte, gute Geister. Eine wunderschöne alte Eiche ist in Gefahr. Eine Dryade. Also, man sieht es jetzt hier nicht so gut, aber unsere Truppe dürfte vom ihrem Aussehen her urteilen, weil sie Blätter trägt und so weiter, dass sie eine Dryade ist.
Kurze Hintergrundinformation von dieser Art Frauen gibt es drei verschiedene Varianten. Also einmal die Dryade, das ist die Waldversion. Die Nymphe ist die Flussversion. Also das sind, glaube ich, alles Geister oder so. Ja, steht sogar hier Waldgeist. Oder das ist auf die, ist auf was anderes bezogen. Und Sirenen. Die sind an den Meeren heimisch. Und die können alle drei gut oder böse sein. Wobei Sirenen meistens böse sind. Und denen werden wir hier auch noch begegnen. Aber gut, zurück zu der Dryade. Ich rufe euch an, ihr wohlgesonnenen Geister. Eine uralte Eiche ist in Gefahr. Es steht ein Angriff durch zwei Gestalten bevor, die es auf die Schändung der erhabenen Natur abgesehen haben. Sie konnten sich bislang meinen Zaubermitteln entziehen und müssen aufgehalten werden, ehe nicht wieder zu gut zu machender Schaden entsteht. Wollt ihr meiner Bitte stattgeben? Also ja. Talisa ist neutral gut, also wird sie natürlich einer Dryade, die um Hilfe bittet oder es nicht einfach angreift, gerne helfen. Ja, Hira macht sogar noch Druck drauf, weil es hier um die Natur geht und sie als Druidin. Und Imoen ist sowieso ein bisschen noch kindlich, die hilft gerne einer unschuldigen Dryade, von denen sie bis jetzt nur in Büchern gelesen hat. Also ja, wir können sagen, wir können einfach sagen, das ist uns egal, ein Baum oder mehr oder weniger. Wie gesagt, das sind die drei dagegen. Wir könnten nach einer Bezahlung fragen. Das ist dann auch wieder gegen die drei. Weil für sowas verlangt man keine Bezahlung. Also sagen wir, nur die niederträchtigsten Halunken würden einen sanften Waldgeist ausnutzen. Zeigt mir den Weg, mit denen werden wir schon fertig. Könnte auch wieder Übersetzungsfehler sein, weil sie nutzen sie ja nicht aus, sie wollen einfach den Baum fällen. Ich danke euch, denn obgleich sie offenbar recht dumm sind, können sie doch viel Schaden anrichten, hier lang. Dort sind sie direkt davor und ich flehe euch an, tut was nötig ist, damit sie gehen. Stellen wir uns schon mal auf, falls wir kämpfen müssen. Vielleicht können wir sie wirklich zum Gehen überreden. Als ich durch die Wolkengipfel reiste, traf ich eine Dryade. Sie bat mich, ihren Baum zu beschützen. Ah, wenn es sogar ihr Baum ist. Dryaden sterben ohne ihren Baum. Wie hätte ich eine solche Bitte ablehnen können? Also die beiden würden sogar noch zu Mördern werden und wenn ich sie nicht aufhalte, würde ich sie darin sogar noch unterstützen. Deswegen... Du klingst schon mal wirklich nicht intelligent. Ja. Intelligent und du hast doch nichts zu sagen. Und der andere... Peter. Ich bin Kaldo und das ist mein Bruder Krumm. Kaldo und Krumm, okay, ihr seid, klingt wirklich nicht, beide nicht sehr helle. Wir glauben, das hier ist ein Zauberbaum, weil er allein hier oben steht und so groß ist. Das ist ein Dryadenbaum, da habt ihr schon recht. Sind wahrscheinlich Gnome oder Kobo oder sowas drin. Nein, Dryadenbaum. Drum fällen wir ihn erst und holen uns dann den Schatz. Welchen Schatz? Welcher Hirni hat euch eingeflößt, dass in einem Zauberbaum ein Schatz ist? Stimmt, so habe ich recht, Krumm. Wollt ihr helfen? Ist ein großer Baum. Ist bestimmt genug Gold für uns alle drin. Ja, also wir könnten die beiden unterstützen, aber das ist schon zweimal falsch, weil, wie gesagt, Dryade und Mord und so, und außerdem haben wir ihr hier schon die Hilfe zugesichert. Wir könnten sie einfach verprügeln, also sagen, ich werde nicht zulassen, dass sie diesen Baum auch nur einen Zweig rümmt, da müsst ihr erst an mir vorbei, oder versuchen auf sie einzureden. Das ist doch nicht euer Ernst, seht doch nur, wie wunderschön dieser Baum ist, ein wahres Wunder der Natur. Also, wenn ihr nicht helfen wollt, dann verdrückt euch, wir brauchen keinen, der uns bei der Arbeit zuschaut. Ihr wollt uns ausrauben, wenn wir den Schatz haben, das ist es, was ihr vorhabt, mit Räubern wollen wir nichts zu tun haben. Krumm und ich gar nichts. Stimmt's, Krumm? Wie? Ja, die sind wirklich nicht ganz helle. Ja? Ihr braucht ich tu mein okay, Kalit auf den hohlen Krumm. Du auch. Du auf den, du auf den. Du bist ja ein komischer Kauz. Du wechselst die Waffe und los geht's. Und ja, der klingt wirklich nicht ganz helle. Aua. So, mal bitte heilen.
Ja. Alle auf den da bitte. KI könnte ruhig wieder angehen. So, sehr schön. Ihr habt eine Aufgabe? Ja, Hira, heil mal bitte Talisa. So gut wie so, danke. Nichts leichter als das. Du hattest nur Geld dabei, der Rest ist wertlos. Eigentlich nicht. Komm du mal mit. Mir ist nämlich mal so aufgefallen, Imoen hat immer noch nur einen. Also erstmal haben wir einen magischen Gürtel. Imoen hat nur einen normalen Leder, eine normale Lederrüstung an. Und dadurch hat sie plus 2 auf Geschoss und plus 2 auf Stich. Was ich nicht so toll finde. Was hat sie jetzt? Jetzt hat sie bessere Werte. Minus 1, minus 1, minus 2. Also ja, dieser Wams hier kann verkauft werden. Das stimmt doch so, dass das, genau, Rüstungsklasse gegen Geschosswaffen. Das müsste Minus sein, oder? Ja, genau, Minus. Also Minuswerte auch bei den Rüstungsbonis hier. Rüstungsklasse-Modifikatoren sind Minusse besser als Plusse. Und Imoen hatte durch die einfache Lederrüstung sogar noch Plus auf bestimmte Sachen. Jetzt hat sie wenigstens Minus. So, wir haben die beiden Kerle getötet. Mein Baum hat solche Schmerzen. Wir haben ihn gerade gerettet, deinen Baum. Dank sei euch. Hier habt ihr einen Trank, der euch auf eurem Weg unter Umständen nützlich sein kann. Ihre Gesellschaft ist in dieser Gruppe sehr willkommen. Ja. Ich habe mir die Kunst der Dryade auf dem Wolkengipfel erworben. Wenn ich mich mit diesen Naturgeistern gut stelle, wird mir das unendlich viel Glück bringen. Jupp. Naja, ist nur ein Gegengift, aber die 500 Erfahrungspunkte plus die paar hundert Erfahrungspunkte, die ich jetzt, naja, sind auch nochmal 350. Na, war es schon wert. Was? Jetzt ist Talisa kurz vorm Level Up. Beinahe unter meiner Würde. Okay. Ist außerordentlich vielversprechend. Gucken wir uns weiter um. Und wir haben eine Rufverbesserung gekriegt. 15 beliebt sind wir jetzt. Halt, ich gehe erstmal runter zu Sus. Weil ich kann mich noch erinnern, dieser See hier ist ein bisschen blöd, drum rumzukommen. Also wir würden viel Zeit verschwenden und im Kreis gehen, wenn wir jetzt erst auf die andere Seite gehen. Ich glaube, wir müssen erst die Seite hier abgucken. Ach du meine Güte, ein Schreckenswolf. Übrigens, weitere Hintergrundinformationen. Ich habe früher auch immer gedacht, das wäre anders, aber Schreckenswölfe sind einfach untote Wölfe. Ich habe auch immer gedacht, das wäre einfach eine besonders große Spezies, so wie Schattenwölfe aus Game of Thrones. Aber es sind untote Wölfe angeblich. Also wenn man dem Handbuch trauen darf. So, gucken wir mal hier rein. Nichts leichter als das. Und ich wollte eigentlich meine Kämpfer alleine vorschicken. Aber hier drin ist zum Glück niemand. Hier ist nur Gold. Tigeraugen. Armband und eine Helebarde. Weißt du was? Wie viel Heilung haben wir noch? Du heil mal hier. Ja, allgegenwärtige Autorität. Dich selber. Du heil mal Imoen. So gut ich kann. Dann switchen wir hier nochmal um. So. Quick saven kurz. Ich bin ganz so gut ich kann. Und werden von einem Schreckenswolf angegriffen. Nichts leichter als das. Für die eine Aufgabe. Auch gut.
bringt wenigstens genug Erfahrung. Und viel brauchen wir ja nicht mehr fürs Level Up.